Sie findet zu jeder Stunde an jedem Tag im Jahr statt und sichert den Luftraum über Österreich, die Luftraumüberwachung des Bundesheeres. Das Bundesheer unterstützt dabei die zivile Flugsicherung und greift bei Notsituationen mit ihren zur Verfügung stehenden Mitteln ein. Jährlich erfolgen ca. 1,3 Millionen Flugbewegungen über Österreich. Das Besondere, sämtliche Flugbewegungen über Österreich werden rund um die Uhr überwacht. Doch welche Aufgaben werden konkret übernommen? Durch die Luftraumüberwachung leistet das Bundesheer einen wesentlichen Beitrag zum Schutz der Sicherheit von uns allen. Wie zum Beispiel bei der Wahrung der Lufthoheit, den Schutz von wichtigen Objekten und die Abwehr von Gefahren aus der Luft. Um diese Aufgaben zu erfüllen, verfügt die Luftraumüberwachung über Radaranlagen und Abfangjäger. Besonders für Großveranstaltungen stehen Flieger des Bundesheeres ständig zur Verfügung. Aus der Zentrale in St. Johann im Pongau bekommen die Flugzeuge der Luftraumüberwachung Anweisungen. Kommt es zu Unregelmäßigkeiten im Flugverkehr, werden die Abfangjäger aktiviert. Um so schnell wie möglich am Ziel zu sein, fliegen sie auch schneller als der Schall. Die Abfangjäger klären durch Sichtkontakt die Situation. Die Piloten arbeiten dabei eng mit dem Bodenpersonal zusammen. Mit einigen Nachbarländern bestehen außerdem Abkommen, um auf Gefahren noch schneller und grenzübergreifend reagieren zu können. Wenn die Situation nicht in der Luft geklärt werden kann, wird das Ziel zu einem Flughafen begleitet, bei dem es für die weitere Abklärung landet. Im Schnitt kommt es jede Woche zu so einem Einsatzflug. Oft handelt es sich dabei um Luftfahrzeuge, die ohne Funkverbindung über Österreich fliegen. Als permanente Einsatzaufgabe überwacht das Bundesheer den österreichischen Luftraum 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Das österreichische Bundesheer. Wir schützen Österreich.